Ist das überhaupt meine Aufgabe? Ich glaube nicht, oder? Ach so. Soll ich die verfüttern, die Fische? Scheiße. Was will der Akolyt? Was will öfter vorbeikommen? Ja, soll ich jetzt gegen den kämpfen? Alles klar. Das heißt, hier Fackel werfen. Ich hatte doch hier noch was mit dem Raben. Habe ich das jetzt? Geht das nicht mehr? Also, ich sehe überhaupt die Gesundheit von meinem Bären. Ah. Ja, oben drüber ist ja klar. War ja bloß etwas verwirrt gerade. So, stirb oder gib auf oder fall einfach hin. Los. Eine immense Tat. Gut gemacht. Ja, gut. Leckerer Fisch kann ich einfach so fangen. Coole Sache. So. Der Fisch ist zwar größer wie der Bär, aber der Bär verschlingt ihn trotzdem und man sieht es ihm nicht an. So, was willst du von mir? Ja. Okay, das steht ja schon in der Questbeschreibung alles. Was ist das? Was ist das? Löschen. Ah. Okay, das ist einfach so Propaganda auf die etwas andere Art. Jetzt ist es auch noch ein Event. Anscheinend werden wir hier gleich jetzt von uns Waffniers angegriffen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Gruppenevent. Der werde ich dann wahrscheinlich nicht überstehen. Aber den könnte ich trotzdem nochmal in die Gruppe einladen. Ich weiß ja bloß nicht, ob er dann auch mal annimmt. Oder ob er gar nicht weiß, wie das geht oder an was es liegt. Ach so, da sind sie ja schon. Ja, da mischen wir doch schon mal mit, ne? So, Fackel werfen. Ach so, der Kampfhorn hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass ich den Raben einsetzen kann und die Fackel ist jetzt eben auch zum Werfen da. Oh, ich sag mal hier noch alles ein. Und... ja, nee, jetzt nicht. Keine Zeit zum Reden. So, auf, du Sohn. Ihr ganzen Söhne. Ihr seid doch alles Produkte von Inzucht und überhaupt und sowieso solltet ihr jetzt sterben. Und schon wieder Post. Muss das jetzt sein? Ich bin hier gerade im Fight. Das Fackelwerfen ist schon irgendwie cool. Ich sehe gerade keinen, aber... ah, so, hinter mir. Du listiger Kerl. Das ist mir doch glatt am Dorn im Inventar. Es geht ganz schön gut ab, gerade. Könnte auch mal so eine Anzahl stehen, wie viel wir eigentlich hier so killen müssen. Abgesehen davon ist unsere Bärenschrein-Quest ja offensichtlich schon beendet allein.
Durch diesen Angriff haben wir ziemlich viele Punkte gut gemacht. Ich muss auch die Post annehmen. Die Expresslieferung. Damit ich meine Monetchen krieg. Und ein Level up, das ist gut. Ja, noch nicht mal fertig und ich soll schon bewerten, das ist doch irgendwie... Mach mal langsam. Ja, komm schon. Eine immense Tat. Bereit für eine Herausforderung? Ja, Moment. Leid man's heil. So. Gut. Jetzt erstmal ins etwas ruhigere Gebiet. Achso, jetzt ist der Kerl übrigens in einer Gruppe drin. Ich danke euch, dass ihr mich beschützt habt. Nun kann euer Heldenmut ich schreibe ich dann Gruppe. Hallo. Dass ihr mich beschützt habt. Nun kann ich weiterhin ihren Segen spenden. Oh. French. Also, wie war das Event? Spaß war doch, ja. Okay, er ist fluent in Englisch. Okay, also spiele ich jetzt gerade mit einem Franzosen. Diejenigen, die was dagegen haben, müssen wohl abschalten. Nein, Spaß. Man sieht, es gibt auch Franzosen, die einen Geschmack für eine gute Spiele haben. Ne. Ja. Schwierigkeit war eigentlich auch nicht schwer. Es war zwar ein bisschen unübersichtlich ab und zu mal geworden. Aber das ist doch kein großes Problem. Der Einfluss auf die Welt war jetzt bei 2, weil er schon dafür gesorgt hat, dass was los war. Und das haben halt auch einige mitgemacht und man kommt gar nicht drum herum, damit zu machen, wenn man hier sich rumtreibt. Von daher die 2. Gut. Kommentar, fällt mir jetzt auch nichts ein, was ich schreiben sollte. Sende ich das ab. So, mein Beitragsstufe war wieder Gold. Ich bin halt so ein richtiger Goldbeiträger. Erfahrungspunkte, Karma und Münzen, wie immer. Die Bärin steht unerschüttert. Ja, und ich würde jetzt gerne die Gunst der großen Bärin erwerben. Aber eigentlich lohnt sich hier jetzt gar nicht. Irgendwas zu holen. Ich könnte aber ein bisschen verkaufen. Die rustikalen Handschuhe brauche ich gar nicht, kann ich gar nicht tragen. 2 Dornen auch nicht. Und der Rest ist wie gesagt immer Handwerksware. Euer Heldenmut ehrt die Bären. Ich danke euch, dass ihr mich beschützt habt. Nun kann ich weiterhin ihren Segen spenden. Hab ich vorher nicht 2 Handschuhe, also ein paar Handschuhe gekauft? Bei der Mine dort. Bei dem Maulwurfsprügler-Typ. Moment. Das kann doch gar nicht sein, die habe ich doch auf keinen Fall verkauft. Ja. Ist klasse, ich bin etwas verwirrt gerade. Da ich nicht weiß, wo meine Handschuhe sind. Die ich ja mit Level 5 ausrüsten könnte.
Ja, kann ich jetzt hier meditieren. Klasse. Ja, das, ich bin also verwirrt und etwas entgeistert, um ehrlich zu sein. Nee. Also das jetzt nicht, aber ich find's etwas verwunderlich, wo die sind. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so blöd war und hab sie verkauft. Falls dem doch so ist, dann war ich natürlich blöd, aber das kann natürlich auch alles sein, so urzeitabhängig. Aber kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ja. Also keine Ahnung, was da jetzt dahinter steckt. Achso, eigentlich wollte ich dem Kerl auch mal zurückschreiben, aber habe ich doch. Okay. Das muss als Antwort genügen. Hier liegt er wohl gefallen, aber bis wir dort sind, ist er wahrscheinlich schon wieder am Leben. Beziehungsweise irgendwo anders und ist er das überhaupt, und das ist einfach nur so irgendwas.